Wunderschönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Ja, Start wäre eigentlich um 45 gewesen, aber Thorsten meint, er verschläft öfters und 48 ist seine Zeit. Also dann um 7.48 Uhr. Wolfgang Dender ist mein Name. Im Namen von FXFlat wird heute Thorsten Helbig was zum Lernen und Handeln mit der Forex-Community erzählen. Die meisten von Ihnen werden das kennen. Insofern brauche ich den Thorsten nicht näher vorstellen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir, da es ja auch zu Live-Trades kommen kann, bitte nicht davon ausgehen, dass das Handelsempfehlungen sind. Das Webinar dient zu reinen Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von FXFlat entsprechen. Kurzer Test. Ich bin oder dann entsprechend der Thorsten. Wir sind gut zu hören, hoffe ich. Könnte ich mal ein kleines Feedback kriegen? Ja, super. Danke, Fabian. Thorsten, du bist soweit. Ich übergebe dir das Zepter und halte mich im Hintergrund für offene Fragen. Danke. Ja, guten Morgen, Herr Denner, und schön, dass Sie die Einführung so ausführlich gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, wie wir in Zukunft ohne Sie auskommen wollen, aber wir werden das wohl ab morgen mal probieren. So ungefähr. Nein, ich verschlafe nicht. Verschlafen habe ich in 15 Jahren und fast 3000 Webinaren zweimal. Einmal davon war ich sogar, habe ich sogar noch geschafft, das Webinar pünktlich zu starten. Das zweite Mal war es eine Viertelstunde zu spät. Das ist ein Begriff, den, nö, 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 den habe ich nicht so bei mir im Repertoire. Ja, Pünktlichkeit ist keine schlechte Eigenschaft. Oh, ja. Oh, danke. Deswegen haben wir in der Regel, mein lieber Hubert, deswegen haben wir hier in der Regel, und da haben Wolfgang und ich gerade drüber gesprochen, vorher erfolgt der Start in der Regel 7:48 Uhr. Also das kann ich Aber nur dann, bestätigen, wir haben darüber gesprochen. ja, genau. Das Webinar startet in der Regel 45. Ich bin meistens so 48 ungefähr soweit. Einfach mal für die Zukunft. Und man sieht es auch an den Teilnehmerzahlen. In der Regel fangen die 46 oder 47 an zu steigen. Okay, aber ich nehme das gerne zu Herzen und dann starten wir in 14 Tagen 45, oder Wolfgang? Ja, also wir starten ja eigentlich immer um 45. Dann startet das Webinar, ja. Dann kommt die Einleitung und dann ist 48 und dann bist du dran. Genau. So. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Wir als erstes hier ein kurzer Rückblick, der Ausblick. Ich sage schon mal einen Punkt, den könnt ihr euch schon mal einzeichnen, dass wir hier einen Short-Bereich haben, den ich wohl wahrnehmen werde. Schon mal hinter die Löffel schreiben. Für der Bereich 1,1151 bis 1,1155 wird wohl jetzt der Short-Bereich sein für heute. Dazu Short-Bereich heute der 26. Ne? Ja. 26.09.2024. Immer noch. So.
Den haben wir schon mal festgelegt. Wir haben vorgestern und gestern früh haben wir uns bestimmte Marken aus dem H1 gezogen und diese da. Diese befanden sich vorgestern hier in diesem Bereich. Wir haben hier 1, 2, 3 Mal den Short gestartet. Wir haben vorgestern den Fehler gemacht und haben eine Position nicht mit 15 Punkten geschlossen. Das wäre hier durchaus möglich gewesen. Wir hatten den TP auf 20 Punkte gelegt. Das haben wir gestern früh im Webinar ausführlich auseinandergepflückt und uns Asche aufs Haupt gestreut. Wie man an der Haarfarbe wohl erkennen kann, ist die Asche bei mir jedenfalls noch nicht ganz rausgegangen. Wir hatten gestern früh hier diesen Bereich kleiner Long von 1,1185 möglich bis 1,12. Bei der 1,12,01 hatten wir oder 1,12,010 haben wir das alte Sommerhoch gehabt. Wir können gerne mal gemeinsam in den H1 schauen. Da haben wir ihn. Hier haben wir dieses alte Sommerhoch bei 1,12,01. Dieses Dreieck hier wurde nach oben verlassen. Das ist unsere Analyse von Montag bzw. Dienstag. Wir wollten den Bereich hier nach unten duplizieren. Da, das ist dieses gelbe Rechteck oder dieses gelbe Viereck. Dann sagt man nichts verkehrt, ne? Der eine sagt Quadrat, der andere sagt Rechteck. Mit Vierecken machen wir ja nichts verkehrt. Wir hatten hier in diesem Bereich unsere Shorts geplant, dass er hier nach unten wegläuft ab circa 1,1143, 1,1150. Der Kurs hat es dann vorgestern anders gemacht, hat Welle A um 61,8% korrigiert und hat dann Welle C hinterhergeschoben. Und wenn wir das Ding hier genau auf den Start legen, dann sehen wir, dass die Welle C exakt abgearbeitet wurde. Und danach wurde dann sogar, eine dritte Welle hinterhergeschoben, direkt. Und diese dritte Welle nur nach dieser kurzen Korrektur, hier Welle C erreicht, dann ganz kurz korrigiert hier und dann hat er diese Welle hier über Nacht, späten Abend bzw. nachts noch hinterhergeschoben und hat diese Welle gestern hier komplettiert. Also, wir haben gesagt, 1,12,010 ist eine UFBAS-Marke, das alte Sommerhoch aus diesem Jahr. Hier zu erkennen, hier hat er im August hat er hier das Doppeltop gemacht, nachdem er von da unten hochgeschossen kam. Hier das Doppeltop, dieses war bei 1,12,01. Guten Morgen, Mario. Fabian, auf den Short-Bereich gehe ich gleich noch ein. Und wieso in 14 Tagen erst Webinar? Das ist das FX Lab Webinar in 14 Tagen. Wir machen nächste Woche wohl am Mittwoch weiter. Den Dienstag nächste Woche brauche ich, um mich von dir zu erholen. Wir haben am Wochenende hier ein Seminar. Okay, so viel dazu in dem H1. Noch mehr, damit man weiß, wo wir uns die Marken hergeholt haben. Diese Marken stammen aus dem Hoch von August.
und gesagt, bis dahin und erstmal sollte es nicht weitergehen. Und wir haben gestern früh festgelegt, hier sind Gegenreaktionen oder der Reaktionsbereich aus dem H1. Um unsere Art der Kommunikation hier mal zu zeigen, nicht das hier. Bop, 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 bop. Wir haben gestartet bei gestern Mittag um 2:30 nach den News, nachdem er da hochgeschossen ist, bei 1.12.05 mit 10 Punkten SL. Eine Position läuft nur für das Tagesziel, eine Position läuft ohne TP, die läuft einfach BE abgesichert. Beide Positionen werden schnell BE gezogen. Wir haben so eine Faustregel, die da lautet, wenn wir mit 10 Punkten SL arbeiten, geht der Stop-Loss auch nach 10 Punkten BE. Faustformel heißt, wenn wir sagen schnell BE, dann geht er nach 5 Pips BE. Beide sind dann BE geflogen. Dann war das Nachlaufen hoch. So, Neustart bei 1.12.10 wollte ich starten, habe dann nochmal abgebrochen, habe dann ein paar Minuten gewartet auf Dochte im, habe gesagt, 15.07 Uhr, wir warten auf Dochte im M5 oder im M1 oder auf Umkehrformationen im M5. Im M5 oder im M1. Daran will ich die Schwäche erkennen. 15.27 Uhr war die da und beide Positionen sind um 16.02 Uhr gestartet worden. So begleiten wir so eine Positionen in der Regel. Eine Position ist 16.02 Uhr rausgeflogen mit 20 Pips und Position 2 bleibt drinnen, BE abgesichert und die läuft. Position 2 ist dann der Stop plus 10 gezogen. Und um gestern Abend, als er anfing, richtig abzuschmieren, ist der SL auf plus 20. Dort bleibt er liegen bei 1.11.80. Dort parkt er jetzt. Trara. 1.11.80. Warum 1.11.80? Ich habe für die 1.11.80 den Zielbereich hier von gestern gewählt. Da. So. Eins, elf, achtzig. Und wir haben gesagt, unter der 1.1184,5 Euro pro Short bis 1.1168. Diesen Part, den gucken wir uns gleich mal im M1 schön sauber an. Diesen Lauf hier runter bis zur 78 hier an den Zielbereich. Zielbereich hat exakt gehalten. Der hier oben hat kurz gezogen. Wir haben gesagt, ich warte auf Dochte im M5 oder auf Umkehrformationen im M5 oder im M1. Wir hatten hier das erste Hoch, hier das zweite Hoch und dann bärisches Engulfing und dann kam hier diese Schwächeszene auf, dieses ganze Theater und damit war nachher diese Rutsche auf jeden Fall bis zur 1.17, bis zur 1.11.78 auch prädestiniert und die war auch favorisiert. Der Lauf danach hier um 17.20 Uhr bis 17.40 Uhr. 17.20 Uhr bis 17.40 Uhr
40. So. 17:20 bis 17:40 Uhr. Das ist genau dieser Bereich. Zack. Zack. Wir sind von hier oben gekommen. Wir haben gesagt, wir warten auf Schwäche, auf Dochte oder Umkehrformation im M5 beziehungsweise im M1. Erste Nummer hier an diesem Zielbereich, da kann man sehen, welche Wirkung die Zielbereiche haben. Sofort abgewiesen, Retour. Dann hochgelaufen, hier Zielbereich und dann hier diese Schwäche, da ganz eindeutig und dann fing er an, sich hier runter zu hangeln. Schön im Trend, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Das hier ist Rauschen, spielt keine Geige. Bewegung, Korrektur. Das hier wiederum Rauschen. Wir haben kein höheres Hoch, also sind wir ganz intakt in einem Abwärtstrend. Zielbereich unten angelaufen und dann Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben ein Hoch, wir haben ein höheres Tief, wir haben ein höheres Hoch. Und dann kam das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll mit Musik gebrochen sein. Rums. Das hier ist für mich Musik genug. Dann den Rücklauf und dem Rücklauf hier lassen wir uns unter den steigenden Kerzen einstoppen und die nächste Marke war die hier. Da. Genau hier die nächste Nummer nach Euro Pro, diese nach unserem Regelwerk Euro Pro. Und so ist das ganze Chartbild aufgebaut. Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen nur die Regeln beherrschen und die Trenddefinition. Und wir brauchen unser Euro Pro. Alles knallrot, bestens und auf geht's. Und dann ist das Ding hier von der 71 nochmal weit runtergelaufen hier bis zur 31 und auch hier schön sauber in einem Trend. Dieses Beispiel werden wir am Wochenende im Seminar hier auch einmal genau oder genauer auseinanderpflücken, wenn es denn gewünscht ist. Aber das werden wir am Wochenende hier entscheiden. Das heißt, diese Nummer hätte normalerweise laufen sollen noch bis zur 1.11.12. Das hat er nicht getan. Wir haben gesagt, wir suchen nachlaufendes Hoch bis 1.12.01 circa shorte ich. Das war genau dieser Bereich hier. Perfekt. Umkehrformationen bei 1.11.70 kaufe ich. Das war die blaue Route hier. Haben wir gesagt, hier in diesem Bereich, wenn er vorher bis hier runterläuft, dann kaufen wir. Und wir nehmen Shorts mit doppelter oder teilbarer Positionsgröße. Einmal für das Tagesziel 15 Pips und einmal laufen lassen. Die erste Geschichte hat uns sogar 20 Pips eingebracht, wenn man mit einer Limit Pullback gearbeitet hat, ist man sauber mit 20 Pips rausgekommen. Ich arbeite hier gerne mit so einer Rebound Order, die dann die Gegennummer aufmacht. Und wenn man hier auf die 80 eine LPO gelegt hat, dann ist man hier auch sauber rausgekommen. Meine Nummer ist hier schon bei dieser Geschichte, bei diesem Low bei der 88,9. Meine LPO lag
da, wo, so wie ich es gesagt habe, bei der 1.12.10, hier oben exakt diese Nummer haben wir geschortet. Hier sind wir runter, sind unter die 90 und dann der Rücklauf. Und dann hat es hier eine Position mit 20 Pips rausgekegelt. Die zweite ist gelaufen und die zweite läuft noch. Ich habe eben den Short-Bereich hier festgelegt. Und genau in diesem Short-Bereich bewegen wir uns. Ich werde jetzt mal die Zielbereiche von gestern ausblenden, da sie das ganze Geschehen hier sonst etwas verunsichern. So. Diese Geschichte sagt mir, wir haben unseren Zielbereichs, unser Zielbereich, Hannes, der kommt am Wochenende. Wir haben bei 1.11.44 den Zielbereich und bei 28 den. Das sind 16 Punkte in diesem Bereich dazwischen. Das heißt, für Zielbereichs Hannes heißt das heute, wo hast du den SL für die zweite Position? Mein Lieber, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Der Stop-Loss liegt bei 1.11.90, da habe ich ihn über Nacht hingelegt und der ist jetzt gerutscht, das kann ich gleich mal ändern, auf 1.11.80. Da. Das werde ich gleich mal im Tool schnell ändern. Hast du vollkommen recht. Das machen wir gleich. SL geht auf 1.11.80. Orientiert an den Zielbereichen von gestern. Und somit ist die zweite Position von gestern, die erste ist mit 20 rausgeflogen, und somit ist die zweite Position auch von 1.12.10 kommend. Ist diese jetzt mit 30 Punkten abgesichert. Warum bei 30 Punkten? Warum habe ich den SL auf 30 Pips gezogen? Jemand eine Idee? Der hier schon vielleicht ein bisschen länger dabei ist? Ja, ein schöner Ansatz. 61,8er FIBO, zweimal Tagesziel klingt schon mal gut. Zweimal Tagesziel ist gut, ja. Nein, ich habe, passt sogar, dann habe ich morgen, brauche ich morgen nichts tun. Ein Tagesziel haben wir gestern hier eingefahren, zwei würden dazukommen, aber mein Wochenziel liegt bei 50 Pips und wir haben bei der ersten Position 20 Pips eingefahren. Und wenn ich jetzt 30 mit der zweiten mache, ist die Woche einfach gelaufen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der hier. Übrigens macht das Spaß, wenn ihr so mitarbeitet. Dann fühle ich mich hier nicht so alleine. Der zweite Grund ist, wir haben bei der 78 die 61,8er FIBO. Bei 1.11.78,2. Bei 1.11.78,2 exakt liegt auch der Zielbereich von gestern. Und an der 1.11.78,2 haben wir diesen Doppelbogen hier. Einmal da und einmal da. Exakt an diesem Zielbereich, exakt an der jetzigen 61,8. Deswegen bleibt der SL dort liegen. Diese Umkehrnummer hier, die kann man sich jetzt bei der 49 antun. Kleiner Augenblick. Short Start jetzt. Short Start im Euro jetzt.
SL 1 11 57. So, wir haben gesagt, wir wollen diesen Short-Bereich hier anlaufen. Der SL muss auf die 1,1157. Und 7. Und Tage hier unten wäre die 1,1118. Das sind 32 Punkte. Wir sind bis da hochgelaufen. Bis zur 21 würde ich gerne laufen mit 30 Pips. Zack. Hintergrund ist, wir haben hier oben den Short-Bereich angelaufen. Wir haben hier jetzt mehrere Dochte. Wir haben hier ein bärisches Harami. Wir erkennen hier die Schwäche. Und wenn er, so wie es vorhin geplant war, da hochläuft, dann sollte er auch. Wolfgang, du schreibst alles mit, ne? Ich bin wie immer aufmerksam dabei, Thorsten. Ja, war ein Test. Habe ich verstanden. Siehst du? Sehr schön. Darunter und. Wenn wir hier oben die 51, den ersten Zielbereich oben anlaufen, dann sollte für diese Position und nach diesem Regelwerk auch der TP hier unten platziert werden. Da. Und dann sind wir am Tagesziel oder am Tagestief von gestern. Da, Tagestief von gestern. Und das sollte jetzt das Ziel sein. Ob man die Position dort schließt oder wir sind 30 Pips in diesem Fall, wenn er die Marke hier unten anläuft, sind wir 30 Pips vorne. Ob man die schließt oder ob man den SL dann auf die 36 legt, das würde ich wahrscheinlich tun. Den SL L dahin packen wenn die 1,1121 angelaufen wird geht der SL auf 1,1136 könnt ihr mir noch folgen. Ich dödel hier so vor mich hin und Kasper hier ein ab. Mache den Alleinunterhalter, aber ich wollte mein Gehirn mal aufmachen. Ja, ich habe Gehirn, ich bin ja nicht grün. Okay, schreibt jemand, er kann mir nicht ganz folgen. Wenn du mir nicht ganz folgen kannst, hau die Fragen raus. Baller's raus hier. Schmeiß mich zu damit, dafür machen wir doch. Dafür habe ich doch Wolfgang heute Morgen um 6.07 Uhr geweckt. Also, diese Position ist einmal Zielbereichshandel, weil wir hier oben den Zielbereich angelaufen haben. Den Short-Bereich habe ich festgelegt zwischen diesen beiden Zielbereichen, so wie wir den gerne an diesem Zielbereich noch festlegen. Deswegen habe ich gesagt, ab hier oben Short. SL 7 Pips. SL springt nach 7 Pips automatisch BE. SL springt nach 7 Pips auf BE. So. Das kann zwischendurch mal geknipst werden hier.
Damit die Knipselinie hier nicht einschläft. Wolfgang, wenn du anfängst zu schnarchen, mach das Mikro aus. Ja, ich kann soeben noch meine Augen offen halten. Ja, ich habe das früher mit Streichhölzern probiert, aber die sind auf der einen Seite immer so stumpf, die merkst du nicht. Nimm Zahnstocher. Ja, okay. So. Woran siehst du, dass unten die Drehung erfolgt? Ich weiß noch nicht, ob hier unten die Drehung erfolgt, aber wir haben hier ein Tief, wir haben hier diese lange Lunte, das heißt ein weiteres Tief, und wir haben hier unten genau den gleichen Bereich erreicht, den wir auch oben erreicht haben. Und den machen wir hellblau. Da. Und Bereich hier identisch mit Short-Bereich oben. Was will ich damit sagen? Das heißt, dass wir sind hier oben den geplanten Bereich angelaufen. Wir haben da und da unsere Zielbereiche. Diese Zielbereiche sind nach unten dupliziert. Und wenn wir den Bereich hier oben anlaufen, dann sollten wir den auch hier unten anlaufen. Und der Zielbereich hier unten ist identisch mit dem da oben und identisch mit dem Tagesziel. Das heißt, hier unten müssen wir. Hier unten müssen wir mit einer Gegenreaktion rechnen. Allerdings, und das macht wieder Hoffnung, haben wir, ich lasse den Spike aus der Nacht, das ist genau die Eröffnung aus der Nacht, den lasse ich mal draußen. Draußen vor hier, diesen Spike. Das sollte, müsste die Eröffnung sein. Genau. Zack. Und wenn wir die da hochziehen, dann sehen wir, wir sind hier exakt in einer bärischen Flagge. Diese bärische Flagge, ich nehme mal den Fibo jetzt raus, sonst wird es hier langsam zu bunt, ne? Hans Günther, dann kriege ich mit dir wieder Ärger, ne? Hans Günther schimpft immer, wenn ich den Malkasten rausgeholt habe, hier, wenn es zu bunt wird. Genau. So, wir haben jetzt hier diese Flagge. Siehst du die Flagge hier, du? Diese Flagge ist, glaube ich, zu erkennen, und wir wollen, ja, Börsenhandel hat aber was mit Denken zu tun, ne? So, wir haben hier diese erste Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung wird sauber auskorrigiert, wie man sieht, in Form einer bärischen Flagge. Meine Bedingung an eine Korrektur ist in der Regel, dass sie doppelt, wenn nicht sogar dreimal vom Zeitfenster her, dreimal so lang sein sollte vom Zeitfenster, damit man sie auch sauber als Korrektur erkennt. Sollte sie vom Zeitfenster her die dreifache Zeit brauchen wie die Bewegung. Die Bewegung ging recht zügig. Ups. Einmal. Zweimal. Dreimal.
Wir haben jetzt das dreifache Zeitfenster von der Bewegung verbraucht. Eins, zwei, dreimal. Das heißt, vom Zeitfenster her sind wir reif oder ist der Markt reif dafür, jetzt die nächste Bewegung nach unten zu starten. Ob die nun startet, wissen wir nicht. Wir haben hier unten noch die 1,1056. Diese Marke ist uralt. Die ist noch von vor 4 Wochen oder so. Die lasse ich mal drinne. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo die herkommt. Aber es war eine Long-Marke, eine Aufpass-Marke, das weiß ich noch. So, und demnach wäre zum jetzigen Zeitpunkt hier unten das Ziel nach C gleich A. Hier ist das absolute Hoch. Das absolute Hoch ist die Bewegung A. Da ist sie gestartet und demnach sollte das hier Bewegung C werden, idealerweise. Wissen wir aber noch nicht. Da. Das sollte Bewegung C werden. Wenn, das schiebe ich mal da hoch. Ich schreibe das ja alles nur rein für die Erklärung, damit ihr auch wisst, was ich hier mache, Hans Günther. Ich will hier niemanden durcheinander bringen. Wenn das zu viel Geschreibsel ist, zu viel Gemale, hier, dann sagt mir das. Es sind eine Menge Leute drin. Einfach mal ein ganz kurzes Feedback, ob das, was wir hier an Malen nach Zahlen machen, ob das verständlich ist, ob es okay ist oder ob es euch zu bunt ist. Es wird mir so zu bunt hier. Danke. Weil solche Geschichten, wenn man sowas ausführlich macht, das hilft in der Regel auch, es nachzuvollziehen. Mein Ziel, und das ist auch, glaube ich, das Ziel von Wolfgang oder von seinem Brötchengeber. Unser Ziel ist es ja hier, so eine Wahrscheinlichkeiten verständlich zu erklären. Unser Ziel ist es nicht, hier der Klügste oder der Geilste zu sein, sondern Sachen einfach so zu erklären, dass man sie auch versteht. Da wir ja unterschiedliche Klientel anwesend haben unter den Händlern, finde ich es fair, wenn man alle dabei berücksichtigt und das auch so erläutert, dass man es verstehen kann. Ich hoffe, es gelingt einigermaßen. Fällt euch hierbei was auf? Bei der ganzen Geschichte hier? Alles, was wir hier machen? Was unterscheidet uns von den anderen? Was unterscheidet unser Chartbild hier von anderen Chartbildern? Jemand eine Idee? Stilian, du bist der Geilste. Stilian war bei mir hier im Büro 2019 im Seminar, meine ich. Genaue Zielbestimmung. Es sind immer wieder ein paar Grundmuster, die sich in unterschiedlichen Iterationen wiederholen. Auffällig sollte dem aufmerksamen Webinarteilnehmer soll es nicht entgangen sein, wir haben keine
Indikatoren. Das hat Stilian vor ein paar Minuten hier reingeschrieben. Wir arbeiten in der Regel ohne Indikatoren. Wir arbeiten hier mit Mustern, die reproduzierbar sind und die sich immer wiederholen. Immer wieder. Immer wieder wiederholen sich hier diese Muster. Und dafür brauche ich keine Indikatoren, sondern die Kunst am Börsenhandel ist es, sowas aus dem relativ nackten Chart zu lesen und den nackten Chart selber zu interpretieren und daraus zu lesen, was macht den Markt aus? Wie definierst du Indikatoren? Indikatoren sind EMAs, SMAs, MACD, Bollinger Bänder, Keltner Bänder, alles, was man so irgendwie für teuer Geld käuflich erwerben kann. Das sind Indikatoren und die benutze ich nicht, sondern ich hier, wir bei der Forex Pro Community, wir versuchen, das Verhalten zu analysieren, wie hat sich der Markt vorher verhalten. Und wenn wir das rausgekriegt haben, deswegen haben wir immer diesen Rückblick, wenn wir wissen, wie sich der Markt verhalten hat, dann kann man seine Rückschlüsse daraus ziehen, wie er sich jetzt verhalten wird. Ist ja ganz einfach. Wenn ich jetzt mit Wolfgang am Tresen sitze und wir trinken 8 Wein, dann studiere ich den Wolfgang ein bisschen und wenn mir dann danach ist und ich hau ihm eine an die Backen, dann weiß ich genau, Wolfgang ist sauer. Und ich weiß genau, Wolfgang haut mir dann auch eine an die Backen. Das ist reproduzierbar. Das sind genau Sachen, das sind logische Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann. Und wenn das so passiert ist, dass ich jetzt Wolfgang einen an die Backen gehauen habe, der hat mir danach auch einen an die Backen gehauen und sie sitzt nächste Woche mit Wolfgang wieder am Tresen und wir haben wieder 6 Wein getrunken, dann weiß ich genau, wenn ich Wolfgang jetzt einen an die Backen haue, dann kriege ich von Wolfgang eine zurück an die Backen. Das ist reproduzierbar. Genau so. Und das ist das, was wir hier versuchen rauszukriegen. Jetzt sind wir hier genau in der Phase, wo wir gucken, das ist gerade die Überlegungsphase. Wir sind gerade bei Wein 6. Und wenn ich jetzt aushole hier in diesem Bereich und würde Wolfgang jetzt einen an die Backen hauen, dann ist das hier war die Reaktion letzte Woche, gestern, als ich ihm einen an die Backen gehauen habe. Hier habe ich überlegt, hier habe ich ihm eine geknallt. Dann habe ich eine zurückgekriegt, zack. Und jetzt überlege ich, knalle ich ihm wieder eine. Und wenn ich ihm eine knalle, kriege ich eine zurück. Das ist dann die Bewegung, die Reaktion. 8 Glas Wein habt ihr getrunken. Die Bedingungen müssen vergleichbar sein. Okay, so viel vertrage ich nicht, aber Wolfgang schon. So, also das ist, wir versuchen, das logische Marktverhalten rauszulesen. Dafür brauche ich keine Indikatoren, weil Indikatoren können das nicht rauslesen. Okay, Schluss mit dem Euro. Den haben wir jetzt hier, glaube ich, sauber auseinandergepflückt, oder? Sind Fragen dazu? Ansonsten würde ich die Knipseline noch mal kurz bemühen. Ist es verständlich rübergekommen? Mit dem bunten Kessel, mit den Linien kommt keiner klar, ne? Aber kaum geht es um Sauferei und Schlägerei, dann, oh, jetzt habe ich das verstanden. Genau, jetzt kommen sie um die Ecke. Ah, nach 8 Weinen sein Nachbar eine knallen ist nicht so eine gute Idee. Dann kriege ich eine zurück. Jetzt verstehe sogar ich das. Dann geht's. Wolfgang, du musst den ab und zu mal herhalten. Ich merke das schon. Aber du gehst ja davon aus, dass ich nicht lernfähig bin, ne?
Also wenn ich bereit bin, dass du mir eine feuerst, dass ich da nicht ausweiche, ne? Also, ne? Stimmt. Da, den Part machen wir das nächste Mal. Wenn Wolfgang sich beim ersten Mal, wenn er denkt, okay, nach dem achten Wein, da knallt er mir eine, das werden wir uns in 14 Tagen mal anschauen, wenn wir das nächste Webinar machen. Dann, genau, dann weicht er aus und knallt mir trotzdem eine, weil ich ja versucht habe, ihm eine zu knallen. Ha. Siehst du, und die Reaktion, die muss man einplanen. Das machen dann die News. Okay, ein Blick noch auf den DAX. Zack. Und der DAX baut hier gerade ein absolut neues ATH. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Ich kann und will in diesem Bereich nicht in irgendeiner Form da reinspringen. Wir sehen aber, dass bestimmte Bewegungen abgearbeitet werden. Wir haben hier zwei Fibos drin. Und zwar die letzte Abwärtsbewegung, die ging bis 18.186. Das erste Ziel hier oben, 18.712, hat er relativ zügig abgearbeitet. Daraus das nächste Ziel, die 261, war die 19.038, die hat er auch abgearbeitet. Und wenn wir diese Abwärtsbewegung hier nehmen, die er hier von der 18.807 hier nach unten gemacht hat, wieder die gleiche Nummer nach Fibo. Das erste Ziel war die 18.924. Dann hat er die Marke hier oben abgearbeitet aus diesem Fibo und jetzt die 19.113 hier wäre jetzt das Ziel für heute. Und das würde heißen, wir gehen hoch bis an diese Marke. Sind diese Fibo-Marken hier. Aber ich habe mir jetzt auch ein paar Mal im DAX die Finger verbrannt. Ich werde oder kann hier oben nicht kaufen. Kriege ich nicht hin. Börse hat auch ein bisschen was mit Kopf zu tun. Und da ich hier oben da. Das wäre dann das Ziel. Aus diesem Fibo hier, den ich hier rot eingezeichnet habe. Und ich mache diesen Fibo hier mal blau. So. Dann sehen wir, diese beiden Fibos, die Ziele errechnen sich immer, immer komischerweise aus den Abwärtsbewegungen. Wir haben hier die Abwärtsbewegung, hier dieses Ziel nach oben. Den Entry hier unten haben wir absolut verpasst. Das ging auch viel zu schnell. Der ist innerhalb von 2 Stunden hier um 200 Punkte nach oben geschossen. Keine Chance da reinzukommen. Ansonsten wäre so eine Nummer hier, so nachlaufendes Tief und dann hier das nachlaufende Tief und dann der Rücklauf wäre eine schöne Long-Nummer geworden. Die habe ich verpennt. Verpennt auch deswegen, weil das Ziel aus diesen beiden Bewegungen tiefer lag. Das sind dann so Geschichten, die man dann einfach unter ferner liefen abhaken muss. Das heißt, Ziel oben oder das nächste Ziel oben ist die 19.113 und das ist auch der nächste Reaktionspunkt da oben. Für alle, die bullisch unterwegs sind, jetzt kriege ich das Kästchen da nicht raus, hätte ich zu gerne rausgenommen. Nee. Ups. So, ist es genauer.
Für alle, die long im Markt unterwegs sind, ich weiß, der ein oder andere ist das. Ich kann es nicht. Ich spekuliere nicht auf ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Und wir sehen, dass die ganzen Allzeithochs, die gemacht wurden, hier erstes, zweite Mal angelaufen, nachlaufendes Hoch, bam, nach unten. Neues ATH, aber nur ein knappes ATH. Hier lag das Allzeithoch bei 970. Das nächste hat er gemacht bei 19.045, das heißt 70 Punkte oben drüber. Und direkt wurde er von da oben wieder abgewiesen. Wir haben das ATH hier bei der 47 und jetzt sind wir gerade bei der 105, also wieder 60 Punkte drüber. Und ich kann mit solchen unbekannten Zielen hier oben, kann ich ganz schwer arbeiten. Wir bewegen uns da oben im Nirvana. Das ist genauso, als wenn ich jetzt mit Musk irgendwie ins Weltall fliege und dann bin ich im Weltall oben, dann weiß ich gar nicht, bei wem ich klingeln soll. Ne? Ich höre immer vom Besuch im Weltall, so, dann fliege ich ins Weltall und dann turne ich da oben rum, jetzt weiß ich gar nicht, wo soll ich als erstes klingeln. Ne? Wo wohnt Wolfgang hier? Der Mann im Mond. Deswegen auch für alle, die sagen, du kannst nur shorten. Nein, ich kann nicht nur shorten. Ich suche mir Reaktionspunkte im Markt. Und die Reaktionspunkte sind hier gewesen bei der 19.038 und wir haben Shorts reingepackt von der 19.020. Und die 19.020, hier haben wir. Dieses Anlaufen von dem ATH haben wir geschortet und gestern früh die Position rausgeschmissen. In welche Richtung ich handle, aus welcher Richtung ich unsere Punkte ziehe, das ist doch eigentlich scheißegal. Ich bin hier angetreten, nicht um zu zeigen, dass ich der Klügste bin, der Beste, der Geilste, der Klügste Händler, sondern ich bin hier angetreten, um Geld zu verdienen. Und anderen zu erklären, wie man das Geld verdienen kann. Wenn ich die Reaktionspunkte für die Shorties besser erkenne als die Ziele für die Bullen, dann muss ich mich auf die Seite schlagen, an der oder auf die Seite schlagen, wo ich das erkenne. Und das ist in diesem Fall hier die 19.113. Und das ist Prozent P1 gleich Shortmarke heute mit SL 25. Zack. Das heißt, für mich, das schreibe ich da noch rein. Geplanter Short Start 19.110. So, Knipseline walte deines Amtes. Vielleicht versteht jetzt auch der ein oder andere, warum ich nicht kaufen kann, sondern dass ich eher auf der Verkäuferseite zu finden bin. Da kommt die. Ja, war ich ein bisschen ungenau, ne? Nee, war ich nicht. Da muss ich drauf. Und da kommt die 13 her. Aus dieser Abwärtsbewegung hier, da kommt die 19.113 her. Danke, Willi. So,
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ihr konntet ein bisschen was lernen, ihr konntet ein bisschen was verstehen. Ihr konntet vielleicht auch meine unorthodoxe Art und Weise an die Märkte ranzugehen verstehen. Und vielleicht versteht man auch, warum ich ohne Indikatoren arbeite. Ich arbeite nicht mit Indikatoren, ich arbeite nur mit Wein und Wolle. Und ich suche manchmal auch den Mann im Mond. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn mich alles täuscht, sehen wir uns in 14 Tagen wieder, der Wolfgang und ich. Bis dahin dürften Wolfgang seine Wunden verheilt sein. Meine auch. Dann probieren wir es das nächste Mal nicht mit Weißwein, sondern mit Rosé. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Ja, Thorsten, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Ja, der bildhafte Vergleich, müssen wir darüber reden. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg beim Traden und einen angenehmen Tag. Ciao, Thorsten. Tschüss. Tschüss, Wolle. Tschüss, tschüss.